Herzlich willkommen zur 23. Folge von Warframe. Wie im letzten Video am Schluss schon ganz leicht angedeutet, ja, sind wir wieder Orokinfrag. Es ist wieder Verteidigung, oh mein Gott, nicht schon wieder. Aber am besten ihr guckt selbst zu, weil wenn es wieder 40 Wellen sind, ich denke nicht, dann springe ich von hier direkt aus dem Fenster raus. Dieser beknackte Schlüssel, ich vergesse nicht, mal rüstung. Arschloch. Tja, also, liebe Freunde, ihr seid verdammt zum Zugucken, weil ich auch zugucken muss. Wenn ich die Scheiße angucken muss, müsst ihr sie auch angucken. Richtig. Okay, gut, ihr habt vielleicht die Wahl, ob ihr dann einfach das Video schließt. Ich muss es angucken. Also Leute, bitte bin mir mit. Danke. Wenigstens funktioniert sie jetzt. Ja. Man merke. Schuss. Tot. Schuss. Tot. Schuss. Viele tot. Weil ich fällt mir irgendwas Tolles an, über das ich reden könnte. Ich hatte letztens einen eingewachsenen Zeh. Naja, ich habe gesagt, was Tolles. Das kann interessant sein. Natürlich. Und von wie du es beschreibst. Ja. Du bist echt kacke. ich habe vielleicht was. Ich rede über die Gamescom. Und wieso? Ich war fast zum Auskotzen. Die Arschloch kommen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht war irgendjemand von euch auf der Gamescom. Letztes Jahr, 2013. Und vielleicht weiß auch jemand von euch, dass es letztes Jahr Wildcards gab. Das heißt, Wildcards waren oder sind exklusive Tickets, die euch am Fachbesuchertag reinlassen. Aber das heißt, wenn die ganzen Spackos da sind, Gronkh und was weiß ich. Ja, also wenn die ganzen Reporter, also nur exklusiv Fachbesucher. Game One. Genau. Game One, Gronkh, GameStar, Redakteure. Die ganze Scheiße. Alle möglichen Fachbesucher halt. Ist da ein exklusiver Tag vor dem Eröffnung für jeden. Und die haben sie abgekotzt drüber. Genau, die haben sie abgekotzt, dass lauter 0815 Leute einfach die Gamescom stürmen und deswegen auch die Redakteure so lange anstehen mussten für irgendwelche Sachen. Ne? Einerseits auf jeden Fall auch verständlich, ne? Ich brauche keinen Fachbesuchertag machen, wenn da hin zum Kunst hinkommen kann mit so einer verdammten Wildcard. Einer hat sogar ein Video drüber gemacht. Ja, aber ich fand's toll, weil wir beide hatten eine und wir waren auch am Tag danach da. Man muss schon sagen, das sind Welten. Das sind Welten und also an dem Donnerstag, das war einfach brechend voll. Und man konnte eigentlich nichts zocken. Also nichts. Ich glaube, wir haben bloß ein paar Sachen erwischt, wo... Keine Demo ist es wert, 3 Stunden anzustehen. Genau, richtig. Und von dem her fanden wir es echt toll. Und wir wären dieses Jahr auch wieder hingegangen. Wären. Aber nur an dem Wildcard-Tag, weil das ist einfach sonst für uns jetzt viel zu voll ist. Also ich gebe mir den Stress echt nicht. 400... Kilometer zu fahren. Um noch der Halle zu laufen. Genau, um da dann für irgendein Spiel 5-6 Stunden anzustehen. Nur damit ich dann 5 Minuten oder 10 Minuten spielen kann, darf, was auch immer. Hey, ich hab's gespielt. Dann hast du von X. Genau, richtig. Also, schwitzigen Arsch. Ja, also und den Stress, den will ich mir nicht geben, den willst du dir nicht geben, den würden sich viele sicherlich auch nicht geben. Und deswegen werden wir nur hingegangen, wenn es die Wildcards gibt. So, der Punkt ist, was ich eigentlich sagen möchte. Das ist weit ausgeholt. Weit ausgeholt. Der Punkt, den ich sagen möchte, das Kontingent der Wildcards wurde im Vergleich zu 2013 um 50% reserviert. Reduziert. Warum sage ich reserviert? reduziert. Das heißt, nur noch die Hälfte der Wildcards werden ausgegeben. So. Kacke. So. Deswegen wurden die Wildcards dieses Jahr verlost. So. Und ihr hört bestimmt schon, weil ich jetzt schon so abkotze. Ja, wir haben nichts gekriegt. Nein. 4 Stück hingeschickt.
Ja. Wir sind insgesamt 4 Personen. Und keiner von uns 4 hat eine bekommen. Keiner. Nicht mal ein bisschen. Nicht mal annähernd. Gar nichts. Der einzige Hinweis, was kam, Presale, Vorverkauf, kriegst Ticket 2 Euro günstiger. Könnt ihr euch in den Arsch schicken. Ne? Also, ne. Ne. Ne, ne, ne. Und dann, ne, dann haben die Gamescom, sage ich schon, so aufgeregt bin ich hier, haben auch noch die Tickets weggelöscht, nicht mehr anbieten, was auch immer, die man sich gekauft hat, und dann konnte man von Donnerstag bis Sonntag die ganze Zeit auf die Gamescom gehen. Die sind weg, die gibt's nicht mehr. Weg, gibt's nur noch Tagestickets. Das heißt, müssen wir für jeden Tag ein eigenes Ticket kaufen. Warum, wenn man Geld geil ist? Ja, richtig. Zum Kotzen. Begründung, damit man besser gucken kann, wie viel das sie kommt. Scheiße, guck, wie viel das sie kommen. Sie haben bloß, ja, nimm, komm. Ja. Komm. Was wollen die da gucken, wie viel das da kommen? Sowieso voll. Zu voll. Ja. Behindert voll. Arschlöcher. Assi voll. Ohne Witz. Kann ich mich aufregen. Wäre das sinnvoller nach Los Angeles zur E3? Ja, ohne Witz. Und warum ist da cooler? Weil die da wenigstens mehr Konsolen haben zum Zocken. Und nichts abgespart. Ja. Hey, du bist nicht 18. Du darfst es nicht sehen. Darfst du nicht sehen. Nicht mal ein bisschen. Deswegen muss man sich anstellen und müssen wir alles so verbaut bauen. Weil Jugendschutz in Deutschland ist scheiße. Ja. Aber Hallen nach Alter zu gestalten? Nein, auf die Idee kommt man natürlich nicht. Ja. Wäre ja auch Käse. Echt zum Kotzen. Also, was ich eigentlich sagen möchte, Gamescom dieses Jahr ohne uns. So. Ne? Wir wollten eigentlich hin. Das heißt, von euren 500.000 Besuchern sind schon mal 2 weniger. 4. 4 weniger. Arschlöcher. Ne? Habt ihr schon mal 0,01% weniger. Nur weil ihr bescheuert seid. Ja. Und das Beste ist ja, ne? Damals hat man ja von Leipzig nach Köln gewechselt. Wieso? Wegen der besseren Infrastruktur. Völlig verständlich. Ne? Wenn ich überlege, von hier fährt in Stuttgart ein ICE-Verbindung direkt nach Köln. Ne? Super. Die Autobahnen führen eigentlich auch direkt nach Köln. Klasse. Also ich komme irgendwie auf jeden Fall ganz schnell nach Köln. Im Gegensatz zu Leipzig, wo ich da über Leipzig. Ne, Arsch der Welt fahren muss, sage ich jetzt einfach mal salopp. Leipzig. Ja. Ne. Hat ja halt auch einen gewissen Charme, bisschen kleinere Stadt. Ne, wie Köln. So. Ich glaube, war größer, oder? Von der Halle. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber auf den Punkt wäre ich jetzt gekommen. Auf jeden Fall, Köln-Messegelände. Riesenareal. Riesig. Wirklich riesig. Also falls ihr nicht da wart, geht mal hin, aber nicht zur Gamescom. Auf jeden Fall müsst ihr mal gesehen haben. Riesiges Areal. Kann man auch gut zu Fuß erreichen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Auf jeden Fall. Warum machen die in der Gamescom nicht alle Hallen auf? Warum? Ne? Da hat man. Weiß gar nicht. Die Hälfte nur offen. Da könnte man nochmal. Ne, dass die Leute wenigstens Platz haben. Ne? Nee. Ich stehe auf Körperkontakt. Aber nicht mit den ganzen schwitzenden Menschen, weil die Klimaanlage nicht richtig funktioniert. Die reiben sich dann nicht, aber ich will vorbeilaufen. Ja. Ja, ich rede mich ein bisschen auf. Aber dir ist eh langweilig zuzugucken. Das ist dann, bei der Gamescom ist es im Sommer ungefähr so wie bei Dann kam Sally, der Film mit dem. Wer ist da? Dann kam Sally. Ja, mit der Jennifer. Wie heißt der? Anderson? Genau. Ja. Und im, oder so. Basketball spielen und dann das. Also, ja, genau. Ne? Also sind halt echt viele Menschen und bei vielen Menschen ist klar, ne, gibt's Gedränge. Ne? Und deswegen könnte man doch mehr Hallen aufmachen. Ja, mehr Hallen. Pharma-Blaupause. Gehst raus, oder? Ja. Ja.
Deswegen könnte man doch mehr Hallen aufmachen und damit die Leute nicht nur über einen verkackten langen Gang durchlotsen, wo es überall stockt und hackt und... Ah, es ist einfach nur Käse. Einfach nur Kacke. Also, es gibt viele Punkte, wo die Gamescom Spaß macht, aber es gibt leider auch ganz viele Punkte, wo die Gamescom keinen Spaß macht. Und deswegen gehen wir dieses Jahr nicht hin und hoffen, dass die Veranstalter... Ja, dass die Veranstalter einfach mal lernen, dass es so nicht weitergeht. Ne? Da muss ein bisschen was gemacht werden. Und die Leute kommen ja wirklich auch. Ne? Da kommen ja, die kommen von überall. Ja, da kommen ja auch Leute. Ist ja nicht so, dass da keiner kommen würde zur Gamescom. Ne? Die kommen gerne dahin. Wieso? Weil es geil ist. Ne? Aber wenn es überall drückt, dann kommen auch viele nicht mehr. Ne? Da kommen noch die, die drauf stehen, dass man sich irgendwo rumdrückt. Naja. Scheiße. Okay, es haben wir genug geredet. Geht schon wieder weiter. Wahrscheinlich wieder die gleiche Kacke. Schlimm. Ich muss mir schon nächstes Thema ausdenken, glaube ich. Ja? Aber ich denke, hier ist erstmal genug. Ne, die Folge nehmen wir, glaube ich, Gamescom Rage oder sowas. Und. Klammer. Verteidigung. Ja, genau. Cheerio und bis zur nächsten Folge von. Der war der war und der Framme. Genau, der wache Framme. Manchmal schlechte Framme. Manchmal gute Framme. Ja, genau.